Hallo ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute zeige ich euch 5 Gameboy-Geheimtipps und zwar 5 Sport-Geheimtipps. Ja, der eine oder andere, da wird jetzt gerade zucken. Sportspiele gelten ja bei vergangenen Konsolen nicht unbedingt immer als tolle Spitzentitel. Man denke an die ganzen FIFA-Spiele oder NHL-Spiele, allgemein diese ganzen Fortsetzungen. Da kriegt jetzt kein Haar mehr hinterher, wie jetzt FIFA 97 oder FIFA 98 war. Aber es gibt durchaus so einige Perlen und auch auf den Gameboy. Und zwar habe ich euch jetzt mal so 5 Spiele zusammengestellt aus verschiedenen Spiele unter Genres, nenne ich es einfach mal, die alle auf ihre eigene Art irgendwie was Cooles haben, wo man einfach mal schön reinspielen kann, auch wenn man jetzt nicht so sportbegeistert ist. Deswegen, Sportspiele sind nicht unbedingt schlecht und auch abseits von Nintendo-Sportspielen, wie zum Beispiel Nintendo World Cup, das lieben wir ja alle, oder die guten Golf- und Tennisspiele, gibt es natürlich auch sehr, sehr gute. Und ich fange gleich mal mit einem wahren Klassiker an, und zwar Track and Field. Ich muss natürlich zugeben, aus der heutigen Sicht ist das Spielprinzip an sich vielleicht gar nicht mehr so unbedingt modern und ich bin so ein bisschen vorbelastet, weil ich das Spiel auf dem NES hoch und runter gespielt habe und es gab auch einen Ableger auf den Game Boy. Aber wie spielt es sich? Im Prinzip ist es der Prototyp eines klassischen Sportspieles aus der Ende der 80er, Anfang der 90er. Die versuchen so ein bisschen Leichtathletik-Sportarten abzudecken. Es gab da ja wirklich Tausende gefühlt, wie zum Beispiel auch etwas Spiele, die das Spielprinzip genommen haben und etwas anders genommen haben, wie zum Beispiel California Games, ist sehr, sehr bekannt. Und im Prinzip lässt sich das Spielprinzip immer auf Timing und auf Ausdauer eurerseits quasi beschränken. Und zwar gibt es da natürlich klassischerweise zum Beispiel das 100-Meter-Rennen, wo ihr dann schön A und B so schnell drücken müsst, wie ihr könnt. Ihr kennt das. Oder halt auch einfach sowas wie kombiniert wie Diskus werfen, wo ihr zuerst euch drehen müsst, indem ihr das schnell drückt und dann im richtigen Moment dann drücken müsst, dass ihr die Scheibe auch weiter werft. So lassen sich im Prinzip wirklich alle Sportarten irgendwie zusammenfassen und ist natürlich aus der heutigen Sicht nicht gut gealtert, dieses Spielprinzip, muss ich natürlich zugeben. Aber warum habe ich das jetzt in diese Liste reingenommen? Wie gesagt, es steht für mich so prototypisch für diese Spiele dieser Zeit. Und da diese Spielprinzipien hier sehr, sehr gut umgesetzt wurden, die grafische Präsentation passt, das Spiel ist von Konami. Wer Konami kennt, zumindest zu der Zeit, der weiß, dass sie Qualität abgeliefert haben. Das heißt, ihr habt ein sehr gepolischtes Spiel dieser Art. Und dadurch ist es wirklich immer mal für eine kurze Runde gut. In der heutigen Zeit, wie gesagt, da leidet der Daumen natürlich vor allem darunter. Aber für mal so eine kleine Runde zwischendurch, mal so ein bisschen auspowern im wahrsten Sinne des Wortes, ist es gar nicht so verkehrt. Das heißt, Track and Field, klassisches Leichtathletikspiel der Zeit, eine Empfehlung wert. Als nächstes habe ich ein Spiel, das habe ich als Kind hoch und runter gespielt, und zwar WWF Superstars. Es gibt auch einen Nachfolger zu diesem Spiel, was das ganze Spiel etwas erweitert. Manche mögen den zweiten Teil lieber, manche den ersten. Für mich haben die beide alle, sind beide gleich auf, deswegen habe ich jetzt mal den ersten hier für dieses Video genommen. Und zwar, worum geht es hier? Das Spiel ist von Rare entwickelt worden, vom bekannten englischen Studio. Und es ist ein Wrestling-Spiel. Der Umfang ist nicht groß. Ihr habt nur 5 Wrestler zur Verfügung. Dafür sind da große Namen dabei, wie Hulk Hogan zum Beispiel oder der Macho Man. Und auch geht das Spiel nicht sehr in die Tiefe. Das heißt, diese Spieler, diese Kämpfer, die ihr auswählen könnt, die haben nur ein Basic Moveset und Attackenset, aber jetzt keine Spezialangriffe. Wie zum Beispiel Hulk Hogan hat jetzt keinen besonderen Schlag. Entschuldigt, ich bin in diesem Wrestling-mäßig da nicht so drin, deswegen weiß ich nicht, was jetzt wirklich der markante Angriff von Hulk Hogan ist, aber der ist definitiv nicht drin. Also alle spielen sich im Prinzip relativ gleich und es gibt nur einen Spielmodi. Und zwar müsst ihr der Reihe nach alle anderen besiegen. Das höchste der Gefühle ist, dass ihr zwischen 1 und 3 Runden auswählen könnt. Und auch hier werdet ihr euch jetzt fragen, wie bei Track and Field, warum empfiehlt der Panda dieses Spiel? Gerade weil diese Einfachheit dieses Spiel gut tut. Und zwar habt ihr da nicht irgendwie tausende Methoden und Angriffe, mit denen ihr jetzt rumjonglieren könnt. Nein, ihr habt 2 Knöpfe,
Mit dem einen schlagt ihr, mit dem anderen tretet ihr. Und kontextsensitiv wird halt entsprechende Attacken ausgelöst. Ne? Also zum Beispiel, weil wenn ihr zuerst in die Seile reinrennt und damit euch dann beschleunigt, dann könnt ihr dann springen und mit einem Sprungtritt, wie gesagt, die ganzen Fachtermina, entschuldigt, dass ich die nicht drauf habe, könnt ihr den Gegner umwemsen. Wenn er auf dem Boden liegt, dann könnt ihr euch draufschlagen. Alles mit denselben Knöpfen, je nachdem, wie ihr da zu denen steht, könnt ihr das alles auslösen. Und durch diese Einfachheit geratet ihr einfach super schnell in einen super Spielflow rein. Und ihr wollt immer noch eine Runde spielen, immer noch eine Runde spielen. Dann auch mal den Gegner, man kann ihn auch aus dem Ring werfen und draußen kloppen und so weiter. Ihr entdeckt halt nach und nach immer wieder neue Möglichkeiten. Und dieses auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr simple Spiel eröffnet denn euch plötzlich viele Möglichkeiten. Aber auch hier muss ich natürlich einschränkend sagen, es ist jetzt nicht das super tiefste Spiel, es ist auch keine super tiefe Simulation. Aber wie gesagt, genau das ist wunderbar, dass es wirklich sehr einfach aussieht, ein bisschen komplexer ist, als es den Anschein hat. Und dadurch kommt ihr sehr schnell rein und wollt eine Runde nach der anderen spielen, aber ich wiederhole mich und deswegen kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar zu V-Rally. Das Spiel ist relativ spät erschienen, ich glaube 98, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er merkt schon, da war der Gameboy schon verdammt alt. Und V-Rally ist ein Rennspiel. Ne? Das ist Rennsport, ist ja auch ein Sportspiel im Prinzip. Und wie der Name es vielleicht schon andeutet, ist es ein Rally-Spiel. Das heißt, ihr habt jetzt nicht irgendwelche normalen Kurse, die ihr abfahrt und habt dann gegen verschiedene Gegner. Nein, ihr habt meistens eine Schotterpiste oder ähnliche Landschaften und müsst halt alleine da durchjagen. Und die Gegner tauchen zwar ab und zu auch mal auf, aber das sind nicht eure Hauptgegner. Die Hauptgegner ist eure Zeit und ihr wollt eine bessere Zeit fahren. Und ihr seht es schon am eingeblendeten Gameplay. Boah! Was da aus dem Game Boy rausgeholt wurde, fantastisch. Die Grafik ist fantastisch. Es gibt verschiedene Wettereffekte, die natürlich auch die entsprechenden Straßenverhältnisse beeinflussen. Das heißt, bei Regen ist natürlich so eine Kurve etwas rutschiger und ihr müsst etwas aufpassen. Und die Strecken sind natürlich auch in verschiedenen Ländern, wo entsprechende Wetterereignisse halt auftreten. In der Wüste ist es natürlich nicht so regnerisch, dafür habt ihr da halt Trockenheit und Sandstürme, wo ihr dann halt rutschen könnt. Was das Spiel noch bietet, ist, ich glaube, es war 4 lizenzierte Autos, ne? Also zum Beispiel Mitsubishi Lancer dabei, ist es ein Peugeot dabei, die sogar einigermaßen realistisch auch auf den Game Boy abgebildet wurden. Auch das ist durchaus sehr, sehr unüblich auf den Game Boy. Meistens wurden da irgendwelche Fantasieautos genommen oder ähnliches, weil man einfach die Realität gar nicht so abbilden konnte. Aber V-Rally schafft das alles? Und das Spiel ist wahrscheinlich bei vielen, vielen wirklich etwas untergegangen und wegen dem späten Erscheinungsdatum. Aber das Spiel ist es auf jeden Fall wert, dass ihr da mal reinspielt. Ohne Witz, wenn ihr auch nur im Fantasten mit dem Rennspielgenre irgendwas anfangen könnt, spielt hier rein. Es ist ein flammendes Plädoyer für das Spiel, ihr merkt schon. Aber ich habe bei dem Spiel wirklich nicht viel erwartet. Als ich da reingespielt habe, ich war weggeblasen. Die ganze Technik, das ganze Gameplay, wunderbar geraten. Also wenn ihr wirklich mal den Game Boy mit guter Technik wirklich mal ausfahren sehen wollt, dieses Spiel kann ich euch nur empfehlen. Als nächstes Spiel habe ich eine Umsetzung einer eher, ich sag mal, Nischensportart, und zwar von Eishockey, und zwar Blades of Steel. Ich glaube, das ist jetzt von dem Spiel, die ich jetzt dazu gezeigt habe, vielleicht eines der eher bekannteren Spiele. Auch da bin ich natürlich so ein bisschen voreingenommen, weil ich das als Kind wirklich hoch und runter gespielt habe. Und zwar wird hier Eishockey abgebildet. Und auch hier ist die Simulation nicht allzu tief, deswegen keine Angst, ihr braucht jetzt keine tiefer gehenden Kenntnisse der Eishockey-Regeln. Ihr müsst einfach wissen, Puck, da ist das Tor, reinwemsen, passt schon irgendwie. Mehr Kenntnisse braucht ihr nicht. Also die Simulation ist sehr oberflächlich. Hier könnt ihr auch aus verschiedenen Mannschaften auswählen, aber da haben wir jetzt keine verschiedenen Aufstellungen oder irgendwelche verschiedenen Stärken. Ihr könnt da auch im Prinzip aus ein paar Städten von Nordamerika und aus Kanada auswählen und dann spielt ihr halt Matches gegen den Computer oder natürlich über den Linkkabel mit einem Kumpel. Gibt natürlich verschiedene Spielmodi, Einzelspieler, Turnier. Überrascht uns nicht. Aber der Spielflow ist wunderbar. Und ihr steuert halt eure Mannschaft, ihr könnt ganz normal durchwechseln beim Spieler, nimmt den Puck und zack, ab zum Tor. Und das Beste ist, Eishockey, das ist ja keine sehr, sag mal, friedliche Sportart. Und das heißt, es kommt auch immer mal wieder zur Schlägerei.
Und das wurde mit einem kleinen Minispiel hier sogar umgesetzt, was aber fantastisch aussieht, weil dann quasi aus der Seitenperspektive so Street Fighter ähnlich, also natürlich jetzt nicht wie Street Fighter so tief, aber aus der Seitenperspektive euch dann mit euren Gegner behakt und der Verlierer bleibt dann halt einfach liegen. Wunderbar und geht halt etwas ruppiger zur Sache und das finde ich ja auch schon an Nintendo World Cup einfach super, dass man so ein bisschen den Gegner mal wegwemsen kann. Auch hier geratet ihr saustellend einen super Spielflow rein und daher kann ich das Spiel wirklich nur sehr empfehlen, auch für Leute, die mit dem Eishockeysport ansonsten nichts anfangen können. Da bin ich auch mit eingeschlossen. Aber auch hier habe ich nur mal so für die Aufnahmen so ein bisschen mal reingespielt und zack, halbe Stunde vorbei. Und genau das macht doch ein gutes Spiel aus, egal welche Sportart das abbildet. Die Musik ist einfach fantastisch gelungen und auch hier wirklich eine Qualitätsumsetzung dieser Sportart. Und als letztes Spiel habe ich wieder eine relativ ungewöhnliche Sportart und zwar hat das Spiel einen sehr, sehr sperrigen Namen. Und zwar World Beach Volley GB Cup 1992. Was für ein Name, wie der Name es schon andeutet, wird hier Beachvolleyball abgebildet. Und auch hier, ähnlich wie Blades of Steel, keine Angst, ihr braucht nur grundlegende Kenntnisse, wie so ein Volleyball funktioniert. Ne? Das heißt, dreimal wird das auf der einen Seite rumgepritscht und dann wird der Ball halt rüber geworfen, geschmettert. Auch hier merkt ihr, ich habe keine Ahnung von den Fachtermini, wie das alles bezeichnet wird. Und auch hier geratet ihr wirklich in einen wunderbaren Spielflow rein. Und zwar ist auch hier die Steuerung auch relativ simpel. Ihr habt einen Knopf, wo er schlagt und einen, wo er springt. Das reicht euch, weil auch hier nämlich kontextsensitiv diese Arten irgendwie dynamisch eingesetzt werden. Auch hier könnt ihr euch eure Mannschaft, das sind zwei Spieler, aus verschiedenen Nationen zusammenstellen. Die haben alle verschiedene Stärken und Schwächen dieses Mal. Das heißt, ihr könnt das so ein bisschen euch anpassen. Okay, will ich den Allrounder haben? Will ich einen haben, der eher schneller ist, aber da vielleicht davon nicht so gut springen kann und so weiter. Aber keine Angst, das hat jetzt keine riesen Auswirkungen auf das Spiel. Und dann spielt er gegen den Gegner. Hier ist die Besonderheit, dass ihr nicht zwischen den Spielern durchwechseln könnt. Das heißt, ihr spielt wirklich nur diesen einen Spieler und der andere wird vom Computer gesteuert, was der aber relativ kompetent eigentlich macht. Und ja, wenn ihr den spielt, dann könnt ihr halt wie gesagt euer Moveset halt sehr dynamisch einsetzen. Ne? Wenn zum Beispiel der Gegner den Ball hat und zu euch rüberschmettern wollt, müsst ihr euch einfach nur ins Netz stellen und halt springen. Und schon blockt ihr den Ball ab, wenn ihr das Timing natürlich richtig habt. Und auch auf die Weise kommt ihr in einen sehr, sehr schönen Spielflow rein. Und Volleyball habe ich in der Schule damals gerne gespielt. Und das wird hier auf den Gameboy wunderbar umgesetzt. Auch die ganze Grafik, ihr seht es an den eingeblendeten Spielszenen, ist einfach nur sympathisch umgesetzt worden. Ich weiß, ich sage das jetzt oft bei diesen Spielen. Aber das finde ich bei so einer Grafik wichtig. Da kommt es mir nicht unbedingt so auf diese super Technik an, sondern dass es stimmig ist. Ne? Dass es einfach sympathisch ist, dass es stimmig ist und dann reicht mir das einfach. Wie gesagt, das waren meine Tipps und diese Spiele möchte ich euch wirklich ans Herz legen, weil die wirklich alle Spaß machen. Das sind meiner Meinung nach Pflichttitel für jede Sammlung, auch wenn es nur Sportspiele sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sind denn eure Sportspiel-Tipps so? Ab in die Kommentare damit. Ich würde mich freuen. Ich bin natürlich immer auf der Suche nach neuen Hinweisen und nach neuen Hidden Gems, wie es im englischsprachigen Raum so schön heißt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr vorhabt. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut. Tschüss.